Dank, Herr Klimpel. Meine Damen und Herren, wir sind in Zeitverzug. Ich werde alles dran setzen, dass ich Zeit gut mache. Und ich danke meinen drei Vorrednern, die mir das auch möglich machen. Viel habe ich nämlich jetzt eigentlich gar nicht mehr zu berichten. Vielleicht eines vorweg, während ich heute hier bei Ihnen sein darf und an diesen Überlegungen teilhaben darf, trifft man sich in München an relativ hoher politischer Stelle, um über das Kulturportal Bayern nachzudenken und die Voraussetzungen zu diskutieren, die man schaffen kann, schaffen möchte, schaffen muss. Herr Klimpel hat es ja schon gesagt, ein Ob gibt es nicht, die Frage ist das Wie. Also in Bayern tut sich an der Stelle auch schon was. Wir haben auch schon von Herrn Frenz gehört, der ja mit seiner Bildagentur uns in den Kreis seiner Partner aufgenommen hat, dass die Staatsgemäldesammlungen, also die drei Münchner Pinakotheken, das Museum Brandhorst, etliche Zweiggalerien in ganz Bayern, die Sammlung Schack, mit ihren möglichen Bildangeboten bereits dort eingetreten ist, also auf dem Markt auch vertreten ist, mit all diesen Facetten, die wir schon jetzt von Herrn Frenz vernommen haben. Das heißt, es geht um die gewerbliche Nutzung, genauso wie um die wissenschaftliche zur Verfügungstellung etc. Das Dritte ist, was ich noch vorausschicken möchte, natürlich haben die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen für die Häuser auch eine eigene Webseite und auf dieser Webseite können Sie zumindest im Wege eines kleinen Rundgangs sich auch orientieren in den einzelnen Häusern. Sie können einzelne, zugegebenermaßen ausgewählte Werke, die dort präsentiert werden, aufrufen. Sie können sie erhalten dazu nähere Informationen und Hinweise. Und das ist, wenn ich die Diskussion jetzt heute Vormittag richtig verfolgt und auch richtig verstanden habe, sicherlich auf dem richtigen Weg dazu. Ich setze jetzt einfach mal so ein bisschen diese Brille auf, die vielleicht die Sache etwas enger macht, als wir es bisher gehört haben. Es war aus meiner Sicht bislang sehr wissenschaftslastig. Ich nehme jetzt die Brille auf eines vorwiegend Kunstmuseums. Und damit gehöre ich ja auch zu den Vertretern derjenigen Einrichtungen, die vielleicht, wie wir schon gehört haben, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Schwierigkeiten haben mit diesem völlig freien Zugang. So, jetzt schauen wir mal, ob die Technik mir auch weiterhilft. Ich will Sie nicht langweilen, ich möchte Ihnen nur noch mal zusammengefasst sagen, die Aufgaben der Museen werden ja allgemein definiert als Sammeln, Bewahren, Erschließen und Vermitteln von Kunst- und Kulturgütern. Über das Sammeln brauchen wir uns an der Stelle, glaube ich, keine weiteren Gedanken machen. Das Bewahren kann ein Problem dabei werden. Ich füge an der Stelle mal eine kleine Anekdote ein. Als ich zu den Museen gekommen bin, als juristischer Mitarbeiter, bin ich auf die Welt der Kunstgeschichte gestoßen, die mir ehrlich gesagt auch nicht so wirklich vertraut war und bin mit Überlegungen konfrontiert worden, wie das verstößt gegen die Würde des Bildes. Der Jurist denkt in erster Linie in der Kategorie Würde des Menschen. Die Würde des Bildes hat sich ihm während seiner Ausbildung noch nicht erschlossen. Ich bin jetzt etliche Jahre in diesem Geschäft dabei und ich kann, glaube ich, mittlerweile verstehen, was denn die Kollegen an der Stelle gemeint haben. Und das würde ich unter den Begriff des Bewahrens schon mit einbringen wollen, wenn es darum geht, das Kunstwerk in seiner Authentizität, in seiner Aussagekraft, in seiner Reinheit, in seiner Würde bewahren zu wollen vor dem Zugriff Dritter. Zugangsthemen, so wie sie heute angesprochen sind, werden sich in erster Linie bei den Themen des Erschließens und des Vermittelns stellen. Erschließen bedeutet die wissenschaftliche Erforschung der Kulturbestände durch kunsthistorische in dem Fall und naturwissenschaftliche Methoden und das findet in einem internationalen Austausch der einschlägigen Forschergemeinschaft statt. An der Stelle kommt der Gedanke zum Tragen, der heute, wenn ich von wissenschaftslastig spreche, sicher schon häufiger angesprochen wurde. Dort wird geforscht und dort gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse und die sollen natürlich in diesem internationalen Kontext auch
zum Austausch kommen und zugänglich sein. Die Museen bringen ihre Erkenntnisse ein in entsprechende Kataloge, in Jahrbücher, in Journale, wie Herr von Notz gesagt hat, in Jahresberichte, wo quasi eine Rechenschaft abgegeben wird über das vergangene Jahr oder die vergangenen Jahre, in wissenschaftliche Aufsätze, und all das findet sich zumindest zum Teil mittlerweile auch im Netz. Es ist an der Stelle zugänglich, es ist diskutierbar geworden. Vermitteln geht einen Schritt in die andere Richtung, und das ist, glaube ich, das, was unter Open Access heute auch schwerpunktmäßig vielleicht sogar verstanden wurde, nämlich die Wahrnehmung eines gesellschaftlichen Bildungsauftrages für alle. Den haben solche Institutionen. Man spricht von dem Museum als einem Ort lebenslangen Lernens. Das heißt, das Museum ist dazu da, die Kenntnisse über das kulturelle Erbe zu erhalten, die Auseinandersetzung mit diesen Erkenntnissen und Kenntnissen zu fördern, sie anzustacheln. Und es sind nicht mehr reine Be- oder Verwahranstalten, diese früheren Sichtweisen des Museums als heilige Stätten, in denen kein lautes Wort gesprochen werden darf. Das hat sich alles mittlerweile in andere Richtungen bewegt, auch zu Recht bewegt, auch wenn ich sagen muss, ich stelle es selber immer wieder fest, wenn ich durch Museen gehe, sie sprechen den Besucher dann doch so unmittelbar an, dass viele einhalten und die Würde dieses Ortes dann doch speziell wahrnehmen. Und da möchte ich sagen, in meinen Augen ein Erlebnis, das sie im Netz so nicht feststellen können. Produkte aus den Museen. Ich habe mir zunächst überlegt, was soll ich dazu berichten. Sie erwarten vielleicht jetzt eine Produktpalette von Merchandising-Artikeln, die ich Ihnen hier vorstelle, wie beim Fanshop des FC Bayern oder dergleichen mehr. Davon möchte ich Abstand nehmen. Diese Shop-Produkte sind zum einen doch in der Wahrnehmung bekannt, zum anderen, sie variieren nicht sehr wesentlich. Ich möchte eigentlich über Dinge sprechen, die die Museen ihren Besuchern anbieten. Und das sind verschiedene Kategorien, die Sie auch kennen. Es werden Ausstellungen gemacht, es werden Kataloge produziert. Zu den Ausstellungen, zu der Dauersammlung gibt es Kataloge, es gibt Führungsangebote. Es gibt Workshops und dergleichen mehr, also etwas, was in den museumspädagogischen Bereich hineinreicht. Ja, und dann gibt es noch die Frage der Bestände, die auch ja immer wieder in den Raum gestellt wird. Die Bestände würde ich jetzt nicht direkt als ein Produkt bezeichnen, aber sie sind nun mal da und wir sollten was aus ihnen machen, insbesondere wenn es um diese Frage der Diskussion den Zugang im Netz geht. Also können, sollen, dürfen diese Produkte ins Netz. Herr Klimpel hat heute früh gesagt, die Frage des Ob stellt sich nicht, das ist die Frage des Wie. Ich würde ihm im Grundsatz da durchaus beitreten und möchte Ihnen aber an der Stelle jetzt noch einen kleinen Einschub geben, bevor wir vielleicht noch ein paar andere Gedanken dazu vereinen. Und zwar möchte ich zwei Dinge anbringen. Zum einen hat der Bayerische Landtag bereits im Jahr 1998 mehrere Beschlüsse gefasst unter der Überschrift Museen attraktiver gestalten. 1998 hat damals kein Mensch eine gedankliche Verbindung dazu hergestellt, dass irgendwelche Bestände, irgendwelche Erkenntnisse, irgendwelche Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit im Internet zugänglich gemacht werden sollten. Was wollte der Bayerische Landtag? Er wollte, sage ich, die Museen des Freistaats Bayern von ein paar Haushaltsfesseln befreien. Ein paar Haushaltsfesseln, die traditionell sehr eng angelegt waren und die, Sie gestatten mir, dass ich das jetzt etwas verkürze und auch vereinfache, die im Grunde genommen darauf hinausliefen, dass
Museen ihre Einnahmen im Wesentlichen an den Staatssäckel abzuliefern hatten. Diese Situation hat die damalige Politik als nicht sehr hilfreich erachtet und hat gesagt, wir müssen auch die Museen an sich versuchen zu motivieren. Und motivieren können wir sie, jetzt kommt der alte Gedanke, vieles läuft dann doch über die Finanzierung, über das Geld. Motivieren können wir sie vielleicht, indem wir ihnen mehr Gestaltungsspielraum, mehr Gestaltungsfreiheit auf der finanziellen Seite zubilligen. Und dann wurde es im Haushaltswesen so geregelt, dass bei bestimmten Einnahmen, die die Museen erzielen, zumindest anteilig die Mittel bei den Häusern geblieben sind. Dass Sie diesmal vielleicht auch von der Seite gehört haben und nachvollziehen können, wie die Finanzierung solch staatlicher Häuser funktioniert. Es ist nach wie vor so, wer in Bayern in ein staatliches Museum geht, in die Dauerausstellung, bezahlt Eintritt. Dort gibt es ein differenziertes Eintrittssystem mit vielen Befreiungstatbeständen. Es gibt den fast eintrittsfreien Sonntag, auch das ein Produkt des Museums, der mit einem Euro Eintritt das Angebot ist, an die Bevölkerung auch einen fast kostenfreien Besuch wahrzunehmen. So, all diese Eintrittseinnahmen, die in die Dauerausstellung führen, bleiben nach wie vor zu 100% dem Finanzministerium und damit dem allgemeinen Staatshaushalt vorbehalten. Wenn die Museen Sonderausstellungen machen, haben Sie eine etwas andere, nicht ganz umgekehrte Situation. Sie dürfen von den da erzielten Eintrittseinnahmen 80% behalten und auch wieder verausgaben. Und dann gibt es infolge dieser Landtagsbeschlüsse einige neue haushaltsrechtliche Tatbestände, die sich befassen mit Einnahmen aus Workshops, aus kulturellen Veranstaltungen, aus Veröffentlichungen, auch aus dem Reproduktionswesen, nennen wir das mal so. An der Stelle verbleibt den Museen auch ein gewisser Anteil der dort erzielten Einnahmen. Herr Zikowski hat zu Recht sich immer wieder an dem Begriff der Knipsgebühr aufgehängt und hat gesagt, die ist furchtbar und ihr wird eine Bedeutung beigemessen, die ihr nicht zukommt. Ich kann das nur unterstreichen. Das ist so. Natürlich erzielen die Museen an der Stelle jetzt gewisse Einnahmen, aber die sind im Wesentlichen nicht so beachtlich, dass man daraus einen substanziellen Finanzierungsbeitrag für den gesamten Betrieb ableiten könnte. Das sind hochwillkommene Einnahmen, aber allein mit diesen Einnahmen lässt sich das Haus nicht offen halten und bespielen. Insbesondere staatliche Einrichtungen sind ja durchweg, im Grunde genommen fast kann man schon sagen, strukturell unterfinanziert und sind eben dann über diese vergleichsweise geringeren Einnahmen, die sie durch diese haushaltsrechtlichen Möglichkeiten erzielen können, glücklich. So, dieses vorausgeschickt, möchte ich jetzt ganz kurz die einzelnen Produkte, die ich Ihnen vorstelle, die Sie auch alle kennen, kurz bewerten. Ausstellungen kosten ein enormes Geld. Das Ausstellungswesen boomt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden in Ausstellungen erhebliche Mittel einzubringen sein. Sie fragen sich vielleicht, woher kommt es, weil wie kann es gehen, dass wir auf der einen Seite sagen, wir sind unterfinanziert, haben auf der anderen Seite Geld für Ausstellungen. Im Wesentlichen kommen die maßgeblichen Unterstützungsbeiträge von dritter Seite. Die Häuser sind in einer ganz bemerkenswerten Weise darauf angewiesen, dass sie von dritter Seite finanzielle Unterstützung erhalten. Und deshalb kommt diesem Themenfeld Sponsoring, Fundraising, kommt also durchaus eine entscheidende Bedeutung zu. Kataloge. Kataloge sind die Lieblingskinder der Wissenschaftler an den Museen. Dort werden die eigenen Erkenntnisse niedergelegt, dort werden sie der Nachwelt erhalten. Und deshalb legen die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Museen eben auch auf das Katalogwesen einen sehr großen Wert.
Als jemand, der jetzt die Verwaltung eines Museums mit zu verantworten hat, sage ich Ihnen ganz offen, mir liegen die Kataloge gar nicht so sehr am Herzen, weil was ich mit den Katalogen erlebe, zeigt mir eigentlich, dass sie am Bedarf in sehr vielen Fällen auch mal vorbeiproduziert werden, insbesondere in den genannten Auflagehöhen. An der Stelle wäre es vielleicht durchaus eine sinnvolle Alternative, nicht neben den gedruckten Katalog auch mal einen Online-Katalog zu setzen, sondern sogar mal anstelle des gedruckten Kataloges im Netz eine Online-Publikation vorzuhalten. Aber meine Erfahrung sagt mir, dass da wahrscheinlich noch ein weiter Weg hin ist, weil dort ein doch nicht unbeträchtlicher Wandel des Bewusstseins erforderlich wäre. Ich kenne das Katalogthema zum einen als, es kostet auch viel Geld, mit der Folge, dass nach Beendigung einer Sonderausstellung der Absatz dramatisch abfällt. Sie von solchen Katalogen vielleicht noch 2-3 Stück im Jahr absetzen können. Und das bedeutet, alles, was nicht während der Ausstellung tatsächlich verkauft werden konnte, liegt auf Halde, wartet darauf, dass irgendein Verwaltungsbefugter dann die Entscheidung trifft, es in den Ramsch zu geben. Und dann ist wieder Platz für den nächsten Katalog geschaffen. Nichtsdestotrotz, die Produktion von Katalogen in den öffentlichen Einrichtungen ist ungebremst. Das Thema Führungen, Workshops etc. spricht eigentlich diese Kernvermittlungsarbeit an am Museumsbesucher selbst, direkt im unmittelbaren Austausch. Ich bin sicher nicht der Richtige einzuschätzen, wie weit diese Themen sich über das Netz adäquat abwickeln ließen. Aber wenn es Möglichkeiten gibt, auch jemanden, der zum Beispiel verhindert ist, ins Museum zu kommen, an der Stelle einzubinden, ihn einzuladen, auch an diesen Themen teilzunehmen, herzlich gerne. Da gibt es aus Sicht der Museen eigentlich nichts zu rütteln. All das kostet Geld. Man muss es immer wiederholen und auch wenn es Ihnen vielleicht dabei dann auf die Nerven geht zu hören, diese alte Leier, wir sind finanziell schlecht ausgestattet, das ist nun mal die Realität. Das, was der Träger an finanziellen Beitrag leistet, dient im Grunde genommen allenfalls der Grundsicherung. Wenn es zu Mehrwertsteuererhöhungen kommt, wenn es zu Tariferhöhungen kommt, kommt es nicht zu entsprechenden Aufstockungen der Haushaltsmittel, sondern es wird erwartet, dass man dies erwirtschaftet. Herr Klimpel zeigt mir, dass ich die Zeit nicht einhole. Also, gehört das alles ins Netz? Ja, grundsätzlich, aber nicht. Und jetzt bin ich ganz bei Herrn Sikorski, auch bei Herrn Frenz und weniger bei Herrn von Notz. Nicht notwendig kostenlos, nicht zur weiteren Bearbeitung in dem Sinne, dass einer was anderes draus macht, Veränderungen vornimmt und auch nicht als Grundlage für die kommerzielle Nutzung. Dann als letzten Punkt auch nicht unter Verletzung von Rechten. Und an der Stelle haben wir schon genug gehört heutzutage, das Urheberrecht erweist sich manchmal als die Spaßbremse, wenn man das so salopp formulieren darf. Das Persönlichkeitsrecht ist im Raum, aber auch Eigentum ist im Raum. Und ich spreche jetzt gar nicht so sehr in erster Linie von öffentlichem Eigentum, das hat Herr Sikorski mir Gott sei Dank schon erspart, sondern ich spreche jetzt mal etwas an, was Sie sich auch verdeutlichen müssen. Viele Häuser, insbesondere aus der modernen Kunst, aus der Gegenwartskunst, wären erschreckend leer, wenn sie nicht Leihgaben aus Privatbesitz hätten. Auch das hängt damit zusammen, dass die öffentliche Hand das Geld nicht mehr hat, um den Sammlungsbestand signifikant zu erweitern. Also behilft man sich, indem man auf private Sammler zurückgreift. Auch an der Stelle gibt es Rechte, die man bei Ausstellungen, bei Katalogen, bei allem, was nach draußen geht, berücksichtigen muss. Und diese sind eben im Grunde genommen dem Eigentum geschuldet. Also es bleibt die Nutzung für private, wissenschaftliche, gemeinnützige Zwecke, das was Herr Sikorski angesprochen hat, selbstverständlich, Bildberichterstattung, Presseberichterstattung, das versteht sich.
Aus all dem würde ich ableiten, dass sich der kulturelle Bildungs- und Vermittlungsauftrag nicht dahin verstehen lässt, dass er die kostenlose Bereitstellung des kulturellen Erbes für erwerbswirtschaftliche Sondernutzungen verlangt oder gar rechtfertigt. Auch hier gibt es einen haushaltsrechtlichen Grundsatz, der besagt, der Staat hat nichts zu verschenken. Es gibt ein Schenkungsverbot in den Haushaltsgesetzen. Ja, der Besuch im Netz kann den Besuch im Museum nicht ersetzen. Das ist etwas, was ich an der Stelle unterstreichen möchte, weil es mir heute Vormittag ein wenig zu kurz kam. Sie können den authentischen Genuss von Kunst- und Kulturgütern im Museum mit der Aura des Besonderen, die Würde wurde schon erwähnt, nicht ersetzen im Netz. Das sollte auch gar kein Ziel sein, meines Erachtens. Wenn wir den Zugang erweitern nach draußen, aus den Museen hinaus, über die Welt des Internet, dann sollte das ein zusätzliches Angebot sein. Ein Ersatzprodukt, nennen Sie es Abziehbild, um es etwas zuzuspitzen, aber es ist kein 1:1 damit erzielbar. Die Verfügbarkeit im Netz erleichtert den Zugang damit auf einer anderen Ebene und das möchte ich gar nicht gering schätzen, sondern das hat durchaus eine große, kann eine sehr große Bedeutung haben, weil das Netz uns alle, und sei es bis nach Australien, in 0,0 erreicht und wir damit tatsächlich eine Weltgemeinschaft geworden sind, die an der Stelle sehr schnell und ohne große Grenzen überwinden zu müssen, ohne großen Aufwand treiben zu müssen, zum selben Ziel kommen kann. Digitale Produkte treten, zusammengefasst, neben die bereits vorhandenen gedruckten Kataloge. Die Frage ist, können Sie diese auch mal ersetzen? Darüber lässt sich reden. Die digitalen Produkte ergänzen die Produktpalette, die es bisher gab und gibt in sinnvoller Weise, bin ich ganz der Überzeugung. Und sie verstärken den Glanz des Originals und den muss man im Museum sich abholen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus